Meine lieben Boof-Brüder, wie wir ein kleiner Applaus für Daddy. Oh, Dankeschön. Ich habe uns wieder mal gerettet. Wir haben einen neuen Heimatplaneten, wo wir vor unseren Feinden für immer in Sicherheit sein werden. Wir sind zu Hause, der beste Captain Sven. Ich liebe dich, Captain Sven. Ja, danke. Jetzt nur diese Seite. Jetzt die andere Seite. Ja. Nie wieder wegrennen. Willkommen zu Hause. Sie spielen in dem Film den Captain Smack. Stellen Sie uns doch einmal kurz den Charakter vor. Was macht ihn besonders aus? Der ist genauso toll wie ich. Nein, der ist, der Anführer eines Volkes von Außerirdischen, die sich Boofs nennen, die auf die Erde kommen, weil sie auf der Flucht sind von ihren Feinden und einen neuen Lebensraum suchen. Und er ist der Anführer von dem Volk und sehr eitel. Meint, er wäre der Schlauste und sehr, auch ein bisschen arrogant und sehr selbstgefällig und versucht eben so sein Volk da zu führen, hat aber im Hintergrund seine Leute, die für ihn eigentlich alles regeln. Ja. Das macht er. Aber trotzdem hat er eine gewisse Sympathie. Also er ist nicht so irgendwie so ein arrogantes Arschloch, sondern man empfindet ihn trotzdem als sympathisch. Ja. Gut, wie interessant ist für Sie die Arbeit in einem Synchronstudio? Ist es vergleichbar mit der Arbeit an einem normalen Set? Das ist natürlich schon anders. Wenn ich so einen Job annehme, dann denke ich immer, hoffentlich kriege ich es auch hin, weil das ist schon verzwickte Arbeit. Man stellt sich nicht einfach hin und macht halt, oh Baby, die gibt es vielleicht auch. Man muss versuchen, ich schaue mir den Film vorher an, im Original, da muss man versuchen, mit dem übersetzten Text in Deutsch das richtige Timing zu finden und dass die richtigen Worte am richtigen Platz sind und halt auch dann die Figur treffen, ne? Und wie der sich in der Situation benimmt. Ne? Ja, und da sind manchmal durchaus Sätze dabei, die kriegt man einfach nicht im Mund. Ne? Oder man verspricht sich oder man ist zu schnell oder zu langsam oder spielt schlecht und so. Das ist aber nochmal Schauspielerei. Man muss halt versuchen, das Original zu treffen. Ne? Ja. Ist es für Sie persönlich schwerer oder leichter im Vergleich zur Schauspielerei eine Rolle zu spielen, wo Sie wirklich nur die Stimme präsentieren? Sagen wir mal so, wenn ich ein Drehbuch in der Hand habe, ein gutes Drehbuch, dann ist der Charakter, den ich da spiele, schon auch sehr gut beschrieben, ne? Im günstigsten Fall. Und das ist ja beim Synchron genauso. Also wenn man den Film sieht, ist klar, um was es geht und wie es geht und trotzdem muss man versuchen, das dann selbst nochmal umzusetzen. Ne? Also wenn einem Charakter klar ist beim Zuschauen, heißt noch nicht, dass man den dann, wenn man ihm die Stimme leiht, genauso auf den Punkt wiedergeben kann. Ne? Und das ist halt dann die Arbeit an dem Ganzen. Mhm. Wenn Sie sich selbst als Animationsfan bezeichnen? Absolut. Ja. Absolut. Also gerade in der heutigen Zeit, wo die Technik so ausgereift ist, würde ich mir überlegen, die ersten Mickey Mouse Filme, ist ja Wahnsinn. Mhm. Und heutzutage dann noch in 3D, bin ich ein absoluter Fan von. Ich liebe viele so Filme in der Art. Okay, last but not least, warum sollte man sich für diesen Film unbedingt eine Kinokarte kaufen? Weil er einfach für gute Laune sorgt. Auch bei den Erwachsenen, die sich noch ein bisschen Kind bewahrt haben, hoffentlich. Der ist bunt, der ist lustig, er berührt und er ist sehr menschlich und er ist verrückt. Er ist einfach verrückt und fantastisch und alles, was knappe 2 Stunden für einfach mal gute Laune und Unbeschwertheit sorgt. Ja. Kann man heutzutage gut gebrauchen.
Dankeschön. Bitteschön. Was für ein furchtbarer Planet. Wer hatte nur diese Schnapsidee? Du, Sir. Falsch. Also, wer entdeckt jetzt einen Planeten, den ich entdecken kann? Ernie, wie wär's, wenn du ihn erstmal auskundschaftest? Gut. Alles klar. Ups, nächster. Und das ist der Winter. Nächster. Zu dunkel, oder? Was meint ihr? Zu dunkel? Hallo? Nächster! 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 Ach, vergesst es! Wir werden niemals ein sicheres Zuhause finden! Ich werde jetzt das Spoof-Todeslied singen. Hey, ich singe hier das Spoof-Todeslied. Die haben einen Planeten gefunden, der perfekt ist. Bist du sicher? Keine Lasertintenfische? Nein, Sir. Keine fleischfressenden Einhörner? Erinnerst du dich? Sogar das Wetter ist perfekt. Gefällt mir! Ich habe uns wieder mal gerettet! Wir sind zu Hause! Willkommen zu Hause! Leb wohl, neues Zuhause. Captain, sieh nun. Gefällt mir. Neuer Plan. Schrecklicher Name, klingt das, würde man würgen. DreamWorks Hope. Ein spektakulärer Trip. Ab Donnerstag, 26. März im Kino. In buvigem 3D.